Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Hendrik Erhardt. Ich kümmere mich bei Stiebel Eltron um die Politik und Verbandsarbeit. Und das, mein Thema ist, wie sich der europäische Wärmepumpenmarkt in 2024 entwickelt wird, wenn auch der Drücker geht. Ja, herzlichen Dank. Genau, ich kümmere mich um Politik und Verbandsarbeit und ich glaube, man sagt nicht zu viel, wenn man davon ausgeht, dass die Wärmepumpenbranche sich gerade in sehr herausfordernden Zeiten betrifft. Wir haben zwar im vergangenen Jahr sozusagen Rekordabsätze erlebt, aber genauso haben wir eben durch die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz, im Vulgo heißt das ja mal Heizungsgesetz, was ich nicht so sehr mag, weil sozusagen damit eigentlich eine Unterkomplexität einhergeht, die so nicht da ist. Also um das einmal klar auf den Punkt zu bringen, niemand wollte Ihnen mit dem Gebäudeenergiegesetz die Heizung rausreißen, sondern wollte Sie nur dazu animieren, vielleicht über eine erneuerbare Heizung nachzudenken. Um das noch mal ein bisschen zu untermauern, habe ich Ihnen ein paar Folien mitgebracht. Ich gehe erst mal ein Stück weit darauf ein, wie der Heizungsmarkt sich im vergangenen Jahr entwickelt hat. Dann das Kernthema überhaupt sind die Energiepreise. Das heißt, wie sieht es einfach damit aus? Welche Betreiberkosten haben Sie bei den verschiedenen Systemen? Wie ist das möglicherweise in Deutschland? Wie ist das auch im Rest von Europa? Ich glaube, da kann man ziemlich große Unterschiede sehen. In Deutschland sind wir immer, was die Verbreitung von Wärmepumpen betrifft, noch ein Stück weit hinterher, würde ich mal als These in den Raum stellen. Dann auch ein großes Thema zurzeit, insbesondere wenn wir hier uns umschauen, wo alles elektrisch ist, die Betriebskosten der Wärmepumpe. Es ist immer noch so, dass wir in Deutschland unverhältnismäßig hohe Abgaben und Steuern und Umlagen auf dem Strom haben. Selbst wenn Sie einen Wärmepumpenstromtarif haben, ist das nicht mit den steuerlichen Abgaben beim Gas zu vergleichen. Dann wage ich mal einen kleinen Ausblick, wie sich der Heizungsmarkt 2024 entwickeln wird. Ich bin nebenbei auch noch in einigen Verbänden aktiv, wo wir gerade dann entsprechend Branchenprognosen dazu schreiben. Und dann ist zwar noch nicht Weihnachten, aber zum Abschluss habe ich auch noch ein paar Fazit und ein paar Wünsche, die ich Ihnen mit an die Hand geben würde. Genau, einen kleinen Rückblick auf 2023. Das sind die jüngsten Zahlen vom EHPA, also von der European Heat Pump Association. Sie können hier sehr schön sehen, dass die Wärmepumpe schon in weiten Teilen von Europa, das sind übrigens alle Länder zusammengenommen, die in der Europäischen Union sind, exklusive Großbritannien, inwieweit die Wärmepumpe schon verbreitet ist. Sie können sehr schön sehen an den farbigen Balken, dunkelgrün sind erdgekoppelte Wärmepumpen, die roten sind Warmwasserwärmepumpen und Air-to-Air sind die Luftwärmepumpen und Air-to-Water sind Luftwasserwärmepumpen. Das sind die einzelnen Marktsegmente und Sie können sehen, sehr schön in allen Balken, eigentlich in den letzten 10 Jahren, dass sich die Luftwasserwärmepumpe also wesentlich am Markt durchgesetzt hat und da auch erhebliche Markterfolge gefeiert hat. Die anderen Systeme entwickeln sich auch sehr gut. Ich will nur sagen, wir werden es gleich noch auf den folgenden Folien sehen. Wir haben im letzten Jahr europaweit, ich glaube Polen hatte den größten Anstieg mit über 100% am Markt. Aber wie gesagt, vielerorts in Europa ist die Wärmepumpe die Standardheizung. Hier nochmal ein bisschen nach Ländern aufgeschlüsselt. Also wer sind wirklich die Länder, die ganz vorne liegen bei dem Thema? Das sind vor allem starke Wärmepumpenmärkte, haben sie vor allen Dingen in Frankreich und Italien. Ich könnte jetzt noch näher ins Detail gehen, was für Systeme wir da haben. Das schenke ich mir an der Stelle. Die nordeuropäischen Länder sind ohnehin immer mit Gelb hier Schweden und Norwegen weit verbreitet. Und Deutschland, wie gesagt, hinkt immer noch ein Stück weit hinterher. Was heißt das nochmal ganz konkret für die einzelnen Länder? Jetzt komme ich nochmal zurück zu Deutschland, um Ihnen nochmal da ein bisschen reinzuzoomen. Ich habe mal hier zwei Zahlen oder zwei Sachen nebeneinander gestellt. Auf der linken Seite sehen Sie die Absatzzahlen für Heizungswärmepumpen in Deutschland. Da können Sie sehen, wir sind von 22 auf 23 um 51% gewachsen. Gleichzeitig muss man aber sagen, wenn ich mal Ihre Aufmerksamkeit auf die rechte Seite lenken darf, wir sehen natürlich auch einen erheblichen Anstieg bei Gasbrennwertthermen in Deutschland. Also da haben wir letztes Jahr ungefähr 600.000 Stück verkauft. In Zahlen war das bei Wärmepumpen 365. Deshalb habe ich auch drüber geschrieben, Deutschland spielt eine gewisse Sonderrolle. Was will ich damit sagen? Sie können, wenn Sie die anderen Länder sehen, haben wir auch teilweise erhebliche Anstiege bei den Wärmepumpen. Und wir haben aber, wenn Sie auf die rechte Seite dieser Tabelle schauen, können Sie sehen, dass außer in Deutschland niemand in Europa sonst so bekloppt ist, ich überzeichne jetzt etwas, und kauft so viel Gasheizung wie wir. Das ist meine These und ich glaube,
damit wir einen vernünftigen Heizungsmarkt auch noch in der Zukunft haben, das betrifft, glaube ich, alle Hersteller, nicht nur Stiebel Eltron, muss der rechte Balken sich so entwickeln, dass auch in der obersten Spalte bei Deutschland ein Minus bei den Gasbrennwerttherm steht. Ansonsten kommen wir weder an unsere Klimaziele, noch werden wir dann hier in der Fläche nennenswert Industriearbeitsplätze erhalten können. Warum ist das so? Thema Energiepreise. Hier habe ich, was ich eingangs schon sagte, mal verglichen, was die Strom- und Gaspreise, hier der relative Preis, wie das Verhältnis ist. Das heißt, in Deutschland, was drückt der Faktor aus? 3,3 bei Deutschland. Ganz einfach. In Deutschland ist die Kilowattstunde Strom 3,3 mal so teuer wie eine wie sozusagen entsprechendes Gasmenge. Und Sie können sehen, wer in Europa die geringsten Strompreise im Verhältnis zum Gaspreis hat, das sind die Schweden, das sind die Niederländer, das sind die Franzosen und so weiter. Daran kann man sehen, das knüpft dann die Folien vorhin an, da wo die Strompreise ein vernünftiges Verhältnis zum Gaspreis haben, haben sie auch mehr Wärmepumpen und da macht der Betrieb auch für den Endkunden finanziell im Portemonnaie natürlich viel, viel mehr Spaß als in Deutschland. Hier nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt, was haben wir denn in Steuern und Abgaben in Umlagen in Deutschland? Sie sehen auch hier wieder, dass wir, also was davon bekommt der Staat, ganz vereinfacht gesagt. Auch hier haben Sie eine ähnliche Sache wie in den vorigen Grafiken. Sie sehen auf der rechten Seite eigentlich so die Länder, die sehr wenig an den Strom, an den Steuern, Umlagen, Abgaben nehmen. Der EU-Durchschnitt ist so bei 15%, das ist die rote gestrichelte Linie. Sie können sehen, Deutschland ist ganz weit, der rote Balken ganz weit vorne. Teurer und mehr vom Strom nimmt man übrigens nur in Polen, wobei man sagen muss, dass da der Strompreis auch ein Stück weit geringer ist. Das ist auch eine sehr aufschlussreiche Grafik, schließt noch mal ein bisschen daran an, was ich eingangs gesagt habe, warum die Wärmepumpe im Rest von Europa eine Standardheizung ist. Hier mal die schöne Zahl aus 2022. Wie viel Wärmepumpen werden denn pro 1000 Privathaushalte abgesetzt? Und da können Sie sehen, das Verhältnis in Deutschland ist bei 6,7. Da sind eigentlich nur noch, wenn man die Europakarte sieht, ein paar andere Länder viel, viel schlechter. Und die anderen, und viele, viele Länder sind schon viel, viel besser. Das heißt, die setzen viel mehr Wärmepumpen ab pro 1000 Haushalte. Nochmal dezidiert auf die Betriebskosten eingegangen, die ich eben schon ein bisschen gestresst habe. Die Linie nochmal eingezogen. Also wann ist es tatsächlich, wird es denn unwirtschaftlich, eine Wärmepumpe zu betreiben? Sie erinnern sich vorhin an die Zahl 3,3, die ich für Deutschland gesagt habe. Die sehen Sie auch hier nochmal angetragen. Wann sich sozusagen der Betrieb einer Wärmepumpe eigentlich, wenn man es auf die Preise, rein auf die Preise bezieht, hier ist nicht inkludiert der Dämmstandard vom Haus oder sonst irgendwas, eigentlich ab 2,1 ist es sozusagen so, dass man wirklich drüber nachdenken muss, ob das sich wirtschaftlich noch lohnt. Und deshalb gibt es eigentlich nur eins, dass wir die Steuern und Abgabenumlagen in Deutschland für den Strompreis erheblich senken müssen. Denn, und das ist das große Aber, wenn Sie, ich gehe jetzt mal ganz konkret auf die Rahmenbedingungen in Deutschland ein. Hier habe ich mal aufgeschrieben, beziehungsweise haben das Kollegen aus der Wissenschaft gemacht. Wie sieht es denn aus, wenn man den Heizkostenvergleich anstellt bei einem Altbau, einem klassischen Altbau, der 140 Quadratmeter hat, der möglicherweise aus den 70er Jahren oder noch früher ist, der entsprechende kleinere Sanierungen schon hat. Wenn Sie sich vor Augen führen, wir werden in Deutschland, haben wir steigende CO2-Preise, das können wir jetzt schon sehen. Sie haben heute mit dem Gebäudeenergiegesetz ist bereits gesetzt, dass Sie ab 2029, wenn Sie eine Gasheizung betreiben, müssen Sie die spätestens ab dann mit 15% Biomethan betreiben. Dann mögen Sie fragen, was will der Kerl da vorne mit Biomethan? Wenn Sie sich mal überlegen, wie viel Biomethan es heute in Deutschland gibt, dann ist das verschwindend gering. Das heißt, die Chance, dass Sie, wenn Sie eine Gasheizung haben und ab 2029 Biomethan beimischen müssen, 15%, dass das zum Steigen Ihrer Gasrechnung führen wird, die Chance ist ziemlich groß. Das heißt, wir haben hier mal angenommen, haben wir uns mal die Betriebskosten über 20 Jahre für das eben gesagte oder besprochene Einfamilienhaus angeschaut. Und dann sehen Sie hier in der Mitte mit dem Balken, also das ist Wärmepumpe, Luft, Wasser. Sie haben es einmal, ich weiß nicht, ich habe glaube ich keinen Pointer hier dran, oder ist hier einer dran? Keiner dran. Sie sehen es hier relativ schön. Das ist der Balken mit Luft-Wasser-Wärmepumpe hier mit Photovoltaikanlage.
Sie können sehen, dass über 20 Jahre gerechnet, wenn wir von einem Strompreis ausgehen, der sich ungefähr so fortschreibt bzw. ein bisschen sinken wird. Wir haben auch hier sozusagen die CO2-Kosten pro Quadratmeter dabei, die anderen verbrauchsgebundenen Kosten und so weiter, kommen Sie über 20 Jahre gerechnet bei den Betriebskosten immer noch besser weg, als wenn Sie eine stinknormale Gasbrennwertheizung kaufen, die ohnehin dann nicht mehr erlaubt ist. Diesen Balken sehen Sie nämlich hier. Das ist Gasbrennwerttherme, die ist nämlich schon nicht mehr GEC-konform. Das heißt, die können Sie dann irgendwann sowieso ohnehin nicht mehr einbauen. Das heißt, kostenmäßig über die Betriebskosten, wenn wir davon ausgehen, dass der Strompreis ungefähr so bleibt und dass die Belastung bei den fossilen Energieträgern mit den eben angesprochenen Beimischungen für Biomethan und auch CO2-Bepreisung ein Stück weit nach oben gehen, kommen sie betriebskostenmäßig immer noch besser weg. Über 20 Jahre gerechnet. Deshalb meine Aufforderung, fragen Sie Ihren Fachhandwerker immer, bevor Sie den 1-zu-1-Ersatz machen, was er Ihnen denn für den Betriebskosten der nächsten 20 Jahre denn rät oder vorschlägt. Es ist ja übrigens auch heute schon so, der muss Ihnen dann, und das ist auch mit dem Gebäudeenergiegesetz beschlossen, der muss Ihnen schon einen Beratungsbogen hinlegen, den Sie unterschreiben müssen. Und da steht ungefähr genau das drauf, was ich ihm eben in den letzten 3 Minuten erzählt habe, nämlich, dass Sie mit steigenden Kosten für fossile Heizungen rechnen müssen. Ob Sie den lesen oder nicht, natürlich Ihnen überlassen, unterschreiben müssen Ihnen auf jeden Fall. Vielleicht noch mal ein bisschen die Marktsicht aus meiner Sicht. Also ich glaube, ich überzeichne nicht, wenn wir sagen im Heizungsmarkt, wir haben sozusagen alle Wärmepumpenfirmen und auch alle Leute, die andere Heizungen absetzen, haben nennenswert investiert. Das ist eine Grafik aus dem Handelsblatt. Hier stehen mal die entsprechenden Absätze, die Werke und auch mit dem, was wir in der Lage sind, an Heizungen eigentlich zu produzieren. Das heißt, für mich ist die Herleitung eigentlich folgendermaßen, wir haben mit der Politik vereinbart, dass wir eigentlich 500.000 Wärmepumpen pro Jahr brauchen. Ich habe Ihnen gerade die Zahl für 23 gesagt, das waren 365. Wir gehen für dieses Jahr ein bisschen davon aus, dass der Markt ein bisschen einbricht. Wir sind also gerade im Moment dabei und haben nennenswert in unsere Produktionskapazitäten investiert. Und jetzt bricht der Absatz ein. Ich glaube, jeder von Ihnen, der irgendwie zu Hause seinen eigenen Haushalt rechnet, müssen Sie kein Unternehmer sein dafür, ist natürlich klar, dass Sie dann natürlich ins Mikromanagement kommen und natürlich Kapazitäten aufgebaut haben, die Sie ganz gern auslasten möchten. Das heißt, wir sind im Moment schon dabei, wirklich zu gucken, wie wir das tun können, dass die Wärmepumpenindustrie, vor allen Dingen, wenn Sie die Orte sehen in Deutschland, dann ist das so, wir haben nennenswert Industriearbeitsplätze aufgebaut, bei Stiebel Eltron allein 1000 in den letzten 3 Jahren. Die würden wir natürlich ganz gerne erhalten und unsere Wettbewerber, es steht auch rechts, Legnica steht für Polen, das ist Fissmann, Lodz und Senica ist auch Fissmann, teilweise Weiland. Wir haben also nennenswert Kapazitäten aufgebaut und die würden wir ganz gern halt auslasten. Ja? Und nicht weil wir irgendwie Langeweile haben, sondern einfach, weil es so ist, dass wir im Glauben daran, dass wir 500.000 Wärmepumpen absetzen, genau das getan haben. Wir haben Produktionsstätten aufgebaut und wir haben Mitarbeiter eingestellt. Und jetzt muss der Markt im Prinzip folgen, genau mit den Rahmenbedingungen, die ich Ihnen eben gerade gesagt habe. So, jetzt, das war so ein bisschen der Rückblick. Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet. Ich habe Ihnen hier nochmal frische Zahlen für die Marktentwicklung in Deutschland für 2024 vom Januar mitgebracht. Es geht ein bisschen so weiter wie letztes Jahr leider. Das heißt, Sie sehen, Gesamtwärmeerzeuger sind auch ein Stück weit rückläufig, also alle Heizungssysteme zusammengenommen. Und Sie können ganz oben sehen, Gas, Brennwert und so wachsen immer noch mit 5 bzw. 6%. Biomasseheizungen sind auch erheblich eingebrochen und Wärmepumpe nach wie vor 43%. Klammer auf, im Februar sieht es ein bisschen besser aus, aber nicht so wahnsinnig viel, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist ja ab 27. oder seit 27.02. auch die Förderung wieder neu ins Werk gesetzt. Darauf setzen wir ehrlich gesagt große Hoffnungen. Wir sehen auch, dass da ein bisschen was passiert. Sie können ja sich sozusagen, die Investitionskosten sind bei 30.000 gedeckelt, wenn sich eine Wärmepumpe einbauen. Die meisten bekommen 50% Förderung, weil sie eben nicht unter 40.000 zu versteuerndes Jahreseinkommen haben. Da geht es jetzt, hoffen wir, dass es ein Stück nach oben geht und dass sich die Vorurteile und die schlechte Diskussion und Stimmung, die da entstanden ist, ein bisschen verflüchtigt. Wir haben also eins jedenfalls, nehme ich Positives aus dem letzten Jahr mit. Zumindest hat sich jeder mal mit seiner Heizung zumindest gedanklich beschäftigt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass das in Kaufentscheidungen mündet. Von daher sind wir trotzdem ganz zuversichtlich, dass sich die Zahlen nicht über das gesamte Jahr 2024 fortschreiben. Wir sind auch im Bundesverband Wärmepumpe gerade dabei, nochmal abzuschätzen, wie denn die nächsten Jahre aussehen werden. Und wir haben dort rot oben aufgezeichnet, wenn wir die Absatzmarke von 500.000 pro Jahr erreichen wollen,
brauchen wir auf jeden Fall eine Strompreissenkung, das ist völlig klar. Und wir würden ganz gern natürlich auch dafür sorgen, wenn der alte Zielkorridor des Absatzes wieder kommt, dass wir da möglichst schnell hinkommen. Und das geht, wie gesagt, nur durch eine Strompreisentlastung. Sollte das nicht geschehen, wird der rote Pfad, werden die roten Balken eintreten, dann werden wir beim Wärmepumpenabsatz weiter auf der Stelle vor uns hindümpeln und irgendwo zwischen 220.000 und 260.000 Geräten absetzen. Wer ein bisschen Mathe kann, ist ungefähr die Hälfte von 500. Das wäre sehr unschön, nicht nur fürs Klima, sondern auch für unseren Umsatz und auch von dem, was Sie am Ende als Endkunde an CO2 einsparen. Und meine persönliche Prognose bei den Verbrauchskosten habe ich Ihnen schon gesagt. Deshalb nochmal drei Wünsche, die ich hätte und auch mein gleichzeitiges Fazit. Also, wir brauchen für einen vernünftigen Wärmepumpenmarkt ein Strom- und Gaspreisverhältnis von unter 2,5. Wir brauchen auch, das haben Sie an den Produktionsstätten gesehen, ich könnte es jetzt an einem Beispiel plastisch erzählen, wenn Sie einen Kreisverkehr für ein Werk genehmigen lassen in der Slowakei, dann dauert das ungefähr 5 Monate. Wenn wir das in Holzminden tun, dauert es ungefähr 2 Jahre, weil das Bauamt nicht schnell genug ist und so weiter. Das würde ich mir halt wünschen, ne, dass wir schnellere Genehmigungsverfahren und Baumaßnahmen für Produktionsanlagen bekommen. Und auch, dass wir die Investitionen, die wir schon getätigt haben oder dabei noch sind zu tätigen, absichern lassen können durch Bürgschaften und andere Dinge. Das wäre auch noch mein Wunsch. Deshalb steht hier ganz in der Mitte der Wärmepumpenhochlauf. Die ganzen anderen Dinge, ich glaube, die Folien sind auch im Nachgang verfügbar. Die können sich gerne noch anschauen. Ich habe jetzt nicht über Fachkräfte geredet, weil das ist, muss ich immer noch dazu erzählen. Wenn Ihnen jemand erzählt, er verlagert seine Produktion ins Ausland, gibt es immer eins zu beachten, dass die Ausbildungsform und das duale Studium und andere Dinge, die wir in Deutschland haben, die führt dazu, dass wir schnell lernende und ganz pfiffige Fachkräfte haben. Das heißt, dass der größte Standortvorteil ist, sind die Leute, die hier sind, weil die auch in der Lage sind, im Gegensatz zu manchen Wettbewerbern, schneller Innovationen umzusetzen und da auch Meter zu machen. Ja, also ich kann Ihnen sagen, als wir zum Beispiel die Wärmepumpe ins Feld gestellt haben, die 75 Grad Vorlauftemperatur hat, dann ging das, glaube ich, viel, viel schneller, als das woanders geht, weil wir ganz schlaue Ingenieure haben und die auch entsprechend motiviert sind, für uns zu arbeiten. Das heißt, das, was Sie hier so ein bisschen auf der linken Seite sehen mit Fachkräften, hier unten ist es, das ist zu Unrecht hier unten, weil das steht für mich ganz klar im Zentrum von dem, was wir brauchen. Und die Fachhandwerker müssen wir auch entsprechend schulen, das auch auf der rechten Seite jedenfalls. Das waren meine drei Wünsche zum Abschluss und jetzt stehe ich gerne noch für Rückfragen zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.